Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full-Face-Drogerieprodukte-Video für dich und da werde ich hauptsächlich, als Lidschattenpalette verwenden, die Hallo Berlin von Essence. Das ist diese Palette. Das wird eine komplette First Impression, weil die noch neu und unbenutzt ist. Das soll ja quasi ein Dupe sein zu der Hatice Schmidt Labs Day Palette. Außerdem wird es noch eine kleine Verlosung geben. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, zuallererst muss ich meinen Haarreif aufsetzen, damit meine Haare nicht in mein Gesicht fallen. Und dann verwende ich von Maybelline den Face Studio Prime Primer. Das ist dieses Produkt, das hatte ich im Adventskalender, deswegen ist das so klein. Der kommt relativ fest raus, aber ist schön feuchtigkeitsspendend und das kann ich sehr gut gebrauchen. Als nächstes verwende ich von Physicians Formula, das bekommst du bei Rossmann im Online-Shop, die Nude Wear Foundation und die habe ich in der Farbe Light. Und die schaut so aus, die ist ganz hübsch mit so einem Schleifchen. Und dann nehme ich aus der Rival Loves Me Limited Edition diesen Herzpinsel und verteile die zuallererst damit in meinem Gesicht. Die Sonne kommt übrigens raus, oh. Das heißt, von da vorne sehen wir dann so ein bisschen mal ab und an etwas Helligkeit. Ich habe das Fenster bewusst aufgelassen, weil ich möchte Sonne haben. Ja, ich finde das ganz schön. Und die Farbe passt natürlich jetzt gerade überhaupt nicht. Ups. Ups, ups, ups. Also die Farbe Light ist dann tatsächlich eher was für mich im Sommer und weniger im Winter. Jetzt habe ich die Foundation erstmal verteilt und mache mir jetzt einen Concealer noch drüber. Der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufhellend wirken. Mir rutscht hier mein Oberteil durch. Mensch. Da habe ich von Maybelline den Instant Anti-Age Löscher. Das ist dieser hier und das müsste die Farbe Fair sein. Ja, 03. Den trage ich mir jetzt erstmal überall so weit auf. Schön Kriegsbemalung machen. Über die Mr. Freeze hier oben. Und das wird jetzt mit meinem Real Techniques Schwämmchen, was ich hier habe, einfach mal eingeblendet und auch halt mit der Foundation vermischt. Vielleicht hält sie dann noch ein bisschen nach. Sie hält nach. Sie hält dann auch vielleicht ein bisschen auf, ich weiß es nicht. Denn so sieht die echt gelb aus, ne? Sieht aus, als wäre ich so ein bisschen in der Sonne gewesen, ne? War ich aber nicht. Weil wenn man dann meinen Arm sieht, dann denkt man sich, nö. Fail. Okay, aber ich habe nachher noch ein etwas aufhellenderes Puder. Ich habe hier jetzt erstmal von NYX Bright Idea Illuminating Stick. Den verwende ich gerne aktuell als Blush Stick, auch wenn hier hinten drauf steht Bronze Bermudas. Keine Ahnung. Aber als Bronzer ist er mir definitiv zu rot. Als Highlighter zu rot. ja, aber als Blush kann man den auf jeden Fall tragen. Das ist halt so eine ja, natürliche Grundlage, ne? Was man jetzt hier auf dieser sehr dunklen Foundation nicht unbedingt sehen kann. Jetzt kommen wir zum Puder. Da habe ich von Rival Loves Me das Marshmallow HD Compact Powder. Das ist dieses hier und es ist wirklich weiß. Ne? Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass dieses Puder auch so ein bisschen die etwas zu dunkle Foundation aufhält. Es riecht wundervoll süß, also wirklich nach irgendwas Süßigkeitenmäßigem. Richtig geil. Da gehe ich zuallererst mit meinem Schwämmchen rein. Mache ich hier mit dieser Seite mal, um einfach unter meinen Augen meinen Concealer zu setzen. Und dann nehme ich mir einen großen Pinsel von BH Cosmetics. Das ist dieser große Oschi. Und sette mein komplettes Gesicht einfach mal so ein bisschen. Ja, mein Gesicht passt jetzt wieder einigermaßen zu meinem Körper, würde ich sagen, oder? Also so abgepudert und leicht aufgehellt, das ist auf jeden Fall eine schönere Geschichte. Ja, aber ich mag sowieso dieses Marshmallow Powder von Rival Loves Me total gerne und kann das auch wirklich empfehlen. Dann habe ich hier als nächstes einen Bronzer und zwar den Love Sun Blurring Bronzer. Das ist dieser hier, den habe ich in der Farbe 020 Seductive Bronze. Ich weiß nicht, ob ich den mir selber gekauft hatte oder ob der in dem Adventskalender drin war. Da hast du sogar einen Spiegel mit dabei. Und da kann ich jetzt genau den gleichen Pinsel nochmal verwenden. Abklopfen, so ordentlich was dran und dann bronze ich mein Gesicht. Das mache ich immer relativ großflächig tatsächlich. Da ich jetzt aber eine sehr, sehr dunkle Foundation habe, muss ich da nicht allzu viel auftragen, weil es ist schon dunkel genug. Das mache ich immer ganz gerne so in dieser E-Form, sprich so auf der Stirn, dann von Ohr bis hier zu meinem Muttermal oder auch bis zum Ende meiner Pupille quasi, Richtung Mund und ja. Blende das dann alles dann immer so relativ grob aus. Das Oberteil, was ich heute trage, ist übrigens so ein Crop Top von Chiquelle. Und darunter trage ich auch so eine schöne Jogginghose von Chiquelle. Es ist einfach ultra bequem, Leute. Bei dem Bronzer muss ich auch wirklich sagen, dass er sehr freundlich ist, weil er sich schön verblenden lässt, nicht fleckig wird und irgendwie so passend ist für mich. Ne? Ich mag den sehr gerne.
Jetzt nehme ich mir mal einen etwas fluffigeren Pinsel. Das ist jetzt hier von Real Techniques, der Blush Brush. Das ist, glaube ich, wirklich in der Nummer 400. Ja, hier steht auch Blush Brush drauf. Den verwende ich normalerweise sehr gerne für Bronzer. Aber ich brauche jetzt gerade ein sehr fluffiges Vieh, weil ich habe hier von Trend It Up den Powder Blush in der Farbe 30. Der ist sehr, sehr, sehr stark. Und wenn ich den mit einem festgebundenen Pinsel auftrage, kriege ich sehr viel Pigment aufs Gesicht. Das möchte ich nicht. Also ich möchte heute echt nicht übertreiben, weil wir kriegen gleich noch Besuch. genau. Und dann gehe ich einfach hier vorsichtig mit dem Pinsel rein. Zack, drauf, ne? Klopft das erstmal gut ab. Puste da auch gerne mal gegen, um das ein bisschen abzuschwächen. Und dann trage ich mir den erstmal so vorsichtig auf. Das heißt, da ich immer so viele unterschiedliche Produkte verwende, muss ich mich auch immer grundsätzlich, wenn ich mich neu hinsetze und schminke, kurz an die neuen Produkte gewöhnen. Also wenn du so eine Schminksammlung hast wie bei mir, sollte man immer erst vorsichtig starten, um dann sich an das Produkt ranzutasten und gegebenenfalls vorsichtig aufzubauen. Jedenfalls ist es bei mir so der Fall. So ist er mir jetzt ein bisschen zu wenig. Das wird zweimal aufgetragen, dann mache ich noch ein drittes Mal drüber. Aber da gefällt er mir jetzt ganz gut und gibt einfach so eine schöne, gesunde Röte ins Gesicht. Nun kommen wir zu der wundervollen Lidschattenpalette von Luvia Cosmetics meets Maxime Giacomo. Das ist das Prime Glow Kit. Die ist so wundervoll. Ich habe gehört, dass die jetzt mittlerweile nach und nach aus dem Sortiment genommen wird. Aber er hat ja schon neue Produkte so in der Hinterhand, sage ich mal. Die kommen bald online. Die wird er bald dann halt auch entsprechend nennen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe Wünsche, ich habe Träume, aber wir warten es einfach mal ab. Und genau, so schaut die Palette aus. Es sind 6 wundervolle Töne, die man je nachdem, welche Intensität man gerade haben möchte, verwenden kann und aufbauen kann. Ich mache mir jetzt einfach mal so einen kleinen Mix aus. Achso, hier hast du übrigens auch einen Pinsel mit dabei, der großartig übrigens ist. Ich mache mir jetzt einen Mix aus Can't Relate und Schub. Das sind die 2 Töne, die sich hier befinden. Und mische mir quasi daraus so eine Art Champagnerton, weil ein heller Champagnerton ist hier gar nicht zu finden. Und ich möchte ihn haben. Es macht einen schönen Glow. Das gleiche nochmal. Schuck, Can't Relate, Schuck. Immer nur einmal reindippen. So mache ich das immer bei dieser Palette. Und dann trage ich mir den nochmal auf. Auch wenn ich mir den aufbaue, gehe ich dann immer in dieser Reihenfolge da rein. Und dippe auch nur. Hier hast du wirklich auch starke Glitzerpartikel mit drin. Das muss man wirklich sagen. Ne? Das ist auch ein sehr intensiver Highlighter. Aber ich mag das sehr gerne. Ja, das hat er wirklich toll gemacht. Und Hut ab auf jeden Fall. So habe ich mir jetzt den Highlighter aufgetragen. Ach, jetzt von der Ferne sieht es schon nasser aus, als wenn man nah rankommt. Aber ich finde es schon cool. Ne? Also wenn du die Produkte hier von Maxime aufträgst, man sieht schon, dass du Highlighter drauf hast. Man kann die jetzt auch nicht dezent dosieren. Also das fällt mir immer unheimlich schwer. Aber ich finde es so schön. Als nächstes verwende ich ein Augenbrauenprodukt. Und zwar von Catrice, den... Oh Gott, ich vergesse den Namen immer wieder, ne? Eyebrow Stylist. Steht hier gar nicht mehr drauf, ist mir gerade wieder eingefallen. In der Farbe Date with Ashton. Das ist dieser hier und den verwende ich sehr, sehr gerne. Das ist ein Stift zum Anspitzen und auf der anderen Seite ein Spoolie. Wir können ja gerne mal hier unten in den Kommentaren spekulieren, was Maxime als nächstes rausbringt. Also ich wäre für eine Lidschattenpalette oder für ein Konturprodukt. Das fände ich auch richtig geil. Wenn er wieder das Contour-Game eröffnen würde, weil Contouring mache ich ja ungefähr gar nicht mehr, aber ich glaube, wenn er was rausbringen würde, dann würde ich mich da mal wieder ran testen. Ich bringe dir aber auch ein eigenes Augenbrauenprodukt raus. Das wäre ja auch mal was, weil er jetzt immer wieder, oder weil er öfters auch nicht gezeigt hat, wie er seine Augenbrauen macht. Er sagt zwar immer was mit Benefit, vielleicht macht er was mit Benefit auch zusammen. Boah, ich bin super gespannt, was das gibt bei ihm. Das wird spannend. Ja. Ja, ich glaube, so lasse ich die. Die sehen jetzt nicht perfekt aus, aber nobody's perfect. Ja. Ich fixiere meine Augenbrauen mit dem Brow Gel von Revolution. Das ist dieses hier, hatte ich im Adventskalender mit drin. Das hat 2 Mini-Bürstchen. Ich stehe auf so kleine Sachen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreib mir doch sehr gerne mal unten in die Kommentare einen Videowunsch von dir, was du mal gerne von mir als Video sehen wollen würdest. Und bevor ich meinen Lidschattenprimer auftrage, zeige ich, was du in diesem Video gewinnen könntest. Das ist diese Box, gefüllt mit wundervollen Dingen. Da habe ich einmal von Triacle Moon Soft Watermint Rain eine Duschcreme. Von Sleek True Color Lipstick in der Farbe Dare. Von Labellino ein Labellino Minze oder Waldmeister, das weiß ich jetzt nicht. Von Terra Naturi Highlighter Drops. Von Essence In Love with Rose eine Lidschattenpalette. Von Shabens Multimasking eine Multimaske. Und von Catrice Professional Make-Up Techniques Face Palette. Erfülle einfach die eben gestellte Videoaufgabe, um dieses Paket, diese wundervolle It's All About Love Box zu gewinnen. Okay, wir
primen das Lid mit Essence You Better Work Gym Proof and Waterproof Eye Primer. Kommt ziemlich dickflüssig und leicht eingefärbt raus. Verteile ich mir mit so einem Pinselchen mal da oben. Kommen wir nun zur Hallo Berlin Palette von Essence. Das ist ja aus dieser City Palette Collection eine ganz, ganz neue Geschichte, die gefühlt überall ausverkauft ist. Ich denke zum einen, weil es halt die deutsche Palette in Anführungsstrichen ist, ne? Weil Hallo Berlin und da fühlt man sich da vielleicht ein bisschen verbunden dazu. Aber auch, weil die gehypt wurde als Dupe zu der Hatice Schmidt Days Palette. So schaut die Palette aus. Das sind wundervolle Farben, sowohl matte als auch schimmernde Töne, die sehr in den natürlichen Bereich gehen und mich persönlich sehr ansprechen und eigentlich vor allem inspirieren, um einen natürlichen Look damit zu schminken. Die Farben haben jetzt keinen Namen, aber ich werde euch trotzdem dann die Farben zeigen. Dann nehme ich hier von BH Cosmetics aus so einem Pinselset die Nummer 7. Das ist ein... Sag mal, mein Handy geht ab, ey. Das ist hier die ganze Zeit am Vibrieren und am Pingeln. Keine Ahnung, wer mir das schreibt. Sehr festgebunden vorne, aber damit möchte ich zuallererst mein Lid setten. Das ist hier, beziehungsweise meine Lidschattenbase. Dann nehme ich diesen Ton, was ich super finde, denn so einen Ton hast du eigentlich nicht in den in der Day-Palette drin gehabt. Das heißt, da fehlte mir ein Setting-Ton tatsächlich. Als nächstes nehme ich hier von Essence so einen abgeschrägten Lidschattenpinsel und gehe in diese, hellbraun Terrakotta-Farbe, wie auch immer, rein. Aber das nur vorsichtig. Ich dippe zweimal vorsichtig rein, klopfe ab und setze mir den quasi als Lidschatten-Base-Ton auf. Also nicht, nee, Quatsch, als Lidfalten-Base-Ton, ne? Dass ich da quasi meine künstliche Lidfalte mit forme. Diese Palette wurde ja auch sehr, sehr gelobt und da bin ich dann auch wirklich gespannt auf die etwas auffälligen, außergewöhnlichen Töne, die hier mit drin sein werden. Ob das dann auch wirklich worth the hype ist quasi. Den Hype wert ist. Knallt die Sonne aber von der Seite, ne? Ich hoffe, das stört jetzt nicht, aber ich möchte die Rolle in echt nicht runter machen, weil ich das gerade so genieße, dass es endlich mal wieder, dass die Sonne mal wieder scheint. Sonst hast du ja Ewigkeiten hier keine Sonne mehr gehabt. Man hat hier wieder ein bisschen Helligkeit. Okay, wir haben jetzt nicht so einen Blauton drin, wie das bei der Hatice Schmidt Day Palette der Fall wäre. Deswegen gehe ich hier einfach mal in dieses Dunkelgrün rein. Das versuche ich jetzt erstmal auch mit diesem Pinsel zu machen. Vielleicht muss ich nachher einen fester gebundeneren Pinsel nehmen. Damit vertiefe ich jetzt meine Lidfalte. Das heißt, ich zauber mir in meine Lidfalte meine Augenfarbe, was ja grün-braun ist. Ich brauche einen anderen Pinsel. Da habe ich jetzt hier von Luxie einen. Das ist der Mini Round 141er. So ein ganz, ganz feiner Pinsel. Damit versuche ich es jetzt mal. Boah, ist das jetzt hell. Oh. Sonne, ja. Ja. Aber man sieht jetzt gar nichts mehr in der Kamera. Oh, das ist doch fies. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe, dann ist trotzdem noch die Sonne da. Man kann jetzt einigermaßen sehen, was ich hier treibe, oder? Ich will das Rollo partout nicht runter machen. Auf jeden Fall gehe ich hier in meine Lidfalte, also in die gezeichnete Lidfalte. Und gleichzeitig ziehe ich mir den Ton hier auch so ein bisschen runter. Ins äußere V. Ja, das ist irgendwie schön, aber gleichzeitig auch schmutzig und irgendwie, ich weiß nicht so ganz, ob mir das jetzt so gefällt, aber ich mache jetzt auch einen komplett anderen Look, als ich das mit der Day-Palette gemacht habe natürlich, ne? Weil du hast ja auch etwas andere Farben drin. Ich gehe jetzt nochmal hier mit diesem Blendepinsel dann drüber. Ah, so ganz mega geil finde ich das jetzt nicht. Nö, also so begeistern finde ich das jetzt wirklich überhaupt nicht, aber es mag auch vielleicht so ein bisschen an dieser Farbkombi liegen. Aus dem BH Cosmetics Pinselset mit Mrs. Bella trage ich oder nehme ich hier den Nummer 7er Pinsel. Das ist so ein flacher, aber auch gleichzeitig leicht fluffiger Pinsel. Und da nehme ich mir jetzt dieses ganz satte Grün auf. Oh, da kriegst du aber richtig Farbe gerade drauf. Das muss ich gut abklopfen. Und das trage ich mir wirklich jetzt mal hier außen auf. Ja, das ist schön. Ich glaube, da macht es auch so ein bisschen die Technik und welchen Pinsel man da verwendet, ne? Da muss man wirklich aufpassen, auch bei dieser Palette. Nicht nur bei der Day-Palette von Hatice Schmidt Labs. Da gehe ich jetzt auch wieder zur Vertiefung in die Lidfalte. Auch hier musst du wieder blenden, beziehungsweise ja, das einarbeiten, weil du ansonsten die Geschichte fleckig hast, weil ich glaube, grün ist jetzt nicht so der einfachste Lidschattenton. Aber auch hier habe ich wieder das starke Bedürfnis, die ganze Geschichte auszublenden. Dann nehme ich diesen Terrakotta-Ton von eben. Blende die Kanten hier ein bisschen aus.
weil mir das sonst echt zu hart erscheint, ne? Mit dem Finger gehe ich hier in dieses Rosé-Schimmernde, wo ich gerade mit dem Pinsel reingeditscht bin. Super butterig am Finger. Wow, das ist 1A. Hallo. Wegen dieses krassen Highlighters möchte er nicht meinen Finger fokussieren. Hier ist mein Finger. Fokussier das. Hallo. Dann halt nur der Finger in die Kamera. Ist mir doch egal. Genau, das auf jeden Fall. Kommt in die Mitte. Ui, ja. Das ist intensiv. Das hätte ich so nicht wirklich erwartet. Finde ich cool. Lasse ich auch nach außen hin so ein bisschen fließen. Jetzt kommt die Sonne wieder und man sieht wieder nichts, ne? Voll das krasse Nose-Highlight, ne? Von der Sonne. Ja, ja. Ein Spiel mit Licht und Schatten hier. Och Mann, Sonne, du bist gemein. Ich will sie eigentlich nicht ausschließen. Oh Mann. Aber sonst seht ihr nichts, ne? Das ist halt auch blöd. Aber ich mag die Sonne so gerne. Ich kann es ja gleich wieder hochmachen. Genau. So, jetzt gehe ich hier nochmal mit dem Blendepinsel, einfach ohne irgendwie neues Produkt aufgenommen zu haben, in die Lidfalte mit rein. Also, es ist schön, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, muss ich gestehen. Ja. Mag vielleicht auch an der Farbkombi liegen. Dann nehme ich mir hier jetzt diesen ganz hellen, schimmernden Ton auf. Und den nehme ich mir mit einem flachen Pinsel auf. Da habe ich hier von Wet n Wild ein. Das ist dieser hier, der jetzt auch schon wieder nicht fokussiert werden will. Da. Trag mir den im inneren Innenwinkel auf, im inneren Innenwinkel vor allem. Und ziehe das dann so ein bisschen hoch. Und auch in diese, aufs Lid mit drauf und so. Der ist ein bisschen heller als der, den ich mir auf dem Lid aufgetragen habe. Und hat auch viel softere Schimmerpigmente. Den trage ich mir auch als Augenbrauen-Highlight auf. Mir ist der Look irgendwie zu schmutzig, wenn ich ehrlich sein darf. Also das gefällt mir mit dem Grün in der Lidfalte nicht so hundertprozentig. Ich denke, dass es schöner aussehen würde, wenn man das halt mit dem Braun macht. Aber dann ist die Palette schon wiederum sehr eintönig, weil das Grün macht ja eigentlich die Palette aus, ne? Also das ist irgendwie schön, weil es halt mal was anderes ist und bei meinen grün-braunen Augen dann auch dementsprechend wahrscheinlich nicht zu krass auffällig, auch wenn Grün Lidschatten heftig ist, aber haut mich nicht so vom Hocker, muss ich gestehen, so wie die Palette eigentlich gehypt wurde. Aber für den Preis kannst du auch nicht meckern, oder? Nee, da bin ich jetzt auch nicht am Meckern. Was du hier bei der Palette überhaupt nicht hast, ist Fallout. Null. Nada. Niente. Einfach gar nicht. Finde ich super. Ich gehe noch eben mit dem Schwämmchen einmal unter dem Auge her. Das mache ich eigentlich immer, bevor ich mir quasi Produkt an den unteren Wimpernkranz gebe. Mache diesen Pencil Brush von eben kurz ein bisschen an dem Tuch neben mir sauber und gehe dann in dieses dunkle Braun hier oben. Einmal reingedippt, abklopfen und drunter setzen. Ich versuche das auch sehr, sehr soft dann da unten drunter zu setzen. Und das gefällt mir doch ziemlich gut. Jetzt möchte ich mir eigentlich noch mit dem Schwarz, was hier drin ist, einen Eyeliner ziehen. Dann nehme ich mir jetzt einen eigentlich Augenbrauenpinsel von Essence, aber kannst du auch für Eyeliner verwenden. Dann dippe ich in die Farbe Schwarz rein. Oh. Ich klopfe es aber vorsichtig ab, da kommt aber nichts runter. Und dann ziehe ich mir damit einen Eyeliner. Und hier außen nehme ich mir einfach diesen Pencil Brush und blende das dann vorsichtig in dieses Grün und Braun rein. Dass das alles einfach harmonisch ist. Ich möchte hier keinen krassen Wing oder sowas haben. Ich möchte einfach nur, dass der Wimpernkranz ein bisschen verdichtet ist und das Ganze dann ineinander übergeht. Und ich finde, dass es auch gut funktioniert. Also besser als auf dem Auge, weil da habe ich noch nichts drauf. Ich finde, das sieht besser aus. Einfach so vom Empfinden her. Wahrscheinlich, weil ich auch immer Eyeliner trage. So gefällt mir das auf jeden Fall schon mal viel besser. Und ich muss mich echt an diesen Look gewöhnen, aber irgendwie, der hat was. Wäscht mich jetzt nicht weg, aber er hat was. Auch die Palette. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, weil ich meine, für die 7 Euro oder so, was die Palette kostet, kannst du dir echt einen ziemlich coolen Look schminken. Und allein diese Farbe, die ich hier in der Mitte aufgetragen habe, ist den Preis von 7 Euro wert. Um das mal ganz verrückt zu sagen, ne? Aber so ist das. Ja, ich werde jetzt mein Gesicht einmal setten. Und das mache ich hier mit dem Revolution Pro Supreme Hold Finishing Spray. Das ist dieses hier. Das, ja, hält alles an Ort und Stelle. Wird ein bisschen eingebuffert, weil das sehr spritzig ist. Boah, guck dir das mal an. Ups. Da habe ich dann vielleicht doch etwas viel Highlighter aufgetragen. Hm.
Dann curl ich meine Lashes mit meiner Brushworks 5 € Wimpernzange, die ich großartig finde. Ja, meine Base gefällt mir jetzt mit den Drogerieprodukten übrigens deutlich besser als die High-End-Variante, die ich ja letztens geschminkt habe. Dann kommen wir zu einer Mascara und da habe ich von L'Oreal die Mega Volume Miss Baby Roll Mascara, die ein richtig witziges Bürstchen hat. Also das ist so richtig swirly, ein Gummibürstchen. Das ist so richtig in sich selbst gedreht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Jo, ne? Das ist eine schöne Mascara, die aber irgendwie schon die Wimpern etwas verkleben lässt. Also da muss man selber für sich entscheiden, ob man das mag oder nicht. Ich bin ja eigentlich ein Fan von dieser Fliegenbeinoptik quasi. Welche Farben hättest du eigentlich für einen Lidschattenlook verwendet, wenn du die Palette geschminkt hättest, also wenn du ich gewesen wärst? Oder hast du die Palette vielleicht und welche Farbkombi hast du so verwendet? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich konnte diesen relativ misslungenen Look irgendwie nicht auf mir sitzen lassen und habe dann ein paar Tage später mir nochmal die Essence Hallo Berlin Palette genommen, denn ich wollte da einfach, ich wollte, dass es gut aussieht. So, das habe ich gemacht, indem ich mir, also das, was ich jetzt auf den Augen habe, ne, wieder diesen Ton als Base-Ton aufgegeben habe. Dann habe ich diesen Ton hier, diesen Terracotta-Ton, ganz, ganz vorsichtig aufgebaut und immer wieder ausgesoftet mit diesem Ton. Und den habe ich aber immer wieder sukzessive aufgebaut in der Lidfalte, ne, immer wieder aufgebaut. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist schöner geworden und sanfter und softer und nicht so fleckig. Dieser Ton hier ist sehr, sehr problematisch gewesen. Den habe ich mir nämlich hier außen in das V aufgegeben und dann auch wieder in die Lidfalte reingegeben. Immer wieder vorsichtig, ganz vorsichtig reingedippt und ausgeblendet, weil er mir ansonsten halt immer wieder fleckig geworden ist. Aber wenn man das halt immer wieder langsam und vorsichtig aufbaut und sukzessive verblendet, dann funktionierte das auch. Dann habe ich mir wieder diesen Ton in den Innenwinkel gegeben und dann halt auch ein bisschen nach oben hin und auch quasi bis zur Pupille das Ganze mit dem Finger, mit dem kleinen habe ich das gemacht und diesen rosa Glitzerton habe ich mir dann hier aufs Zentrum und dann ein bisschen auch nach außen hin verblendet aufgegeben und den dunkelgrünen Ton habe ich mir dann einfach unter meinem Wimpernkranz aufgegeben. Das ist ein Look, der sehr zeitintensiv war und gar nicht so danach aussieht, aber schau ihn dir mal aus der Nähe an. Denn vom Ergebnis her gefällt er mir persönlich richtig gut. Also ich finde, dass er schön geworden ist und auch, ne, passend ist. Und ich da auch gesagt habe, okay, ich behalte die Palette jetzt doch. Weil ich erst für mich gesagt habe, nee, ist nix. Ne, weil als ich den grünen Ton hier in der Lidfalte aufgegeben habe und der einfach so fleckig wurde, ich habe echt mich so geärgert, aber wenn ich das so mache, wie ich euch das auch gerade beschrieben habe, dann funktioniert das auch. Man muss wirklich vorsichtig damit arbeiten, weil ich doch tatsächlich von der Pigmentierung der Palette sehr überrascht war, weil sie dann halt auch schnell fleckig wird, wenn man nicht aufpasst. Aber wenn man sich Mühe gibt, dann funktioniert das und dann kriegt man auch was dabei rum, was einem gefällt. Kommen wir nun zu den Lippen. Da werde ich mir einfach von NYX die Soft Matte Lip Cream aufgeben. Das ist diese hier in der Farbe SMLC11. Heißt die so? SMLC11. Milan. Ja, ich glaube, das ist etwas griffiger, ne? Das ist jetzt das Kontrastprogramm zu den Augen, Leute. Aber es ist die Verbindung zu meinen Fingernägeln. Ja, das ist eine etwas intensive Farbe, muss ich gestehen. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look mit den ganzen Drogerieprodukten. Und ja, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!